Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um das Thema der prophetischen Jahre in der Bibel. Die Frage ist die, ob es in der Bibel tatsächlich prophetische Jahre gibt. Das wird immer wieder auch in der Bibel oder in Bibelstunden wird davon gesprochen, es gäbe angeblich prophetische Jahre von 1260 Tagen. Und jetzt glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Diese prophetischen Jahre, die sind natürlich kürzer als Sonnenjahre. Ein Sonnenjahr hat 365,25 Tage, sodass man ungefähr, ja, also sodass man alle so viele Jahre, dann alle 4 Jahre einen Schalttag einbauen muss. Das ist ein solares Jahr. Und dann gibt es angeblich prophetische Jahre mit 360 Tagen. Und die Begründung dafür ist Offenbarung 11. Das in Offenbarung 11 die Rede davon wäre, dass die erste Hälfte der Jahrwoche 1260 Tage oder 42 Monate dauern würde. Schauen Sie das auch gleich mal an im Bibeltext. Dann geht man her und teilt 1260 Tage durch 42 Monate und dann kommt man auf 360 Tage pro Jahr. Das Problem dabei ist, dass die Bibel im Neuen Testament die beiden Hälften der 70. Jahrwoche, die also dann jeweils 3,5 Jahre sind, dass man da immer davon ausgeht, dass die 1260 Tage oder 42 Monate wäre. Das ist aber nicht der Fall. Sondern die 1260 Tage beziehen sich auf die erste Hälfte der Jahrwoche. Das ist nicht exakt eine Hälfte, das ist aber ziemlich genau eine Hälfte der Jahrwoche. Die erste Hälfte, sage ich jetzt mal etwas ungenau, aber einfach, weil es der Sprachgebrauch dann auch einfacher macht. Also der erste Teil der 70. Jahrwoche dauert 1260 Tage und die zweite Hälfte der Jahrwoche, die dauert 42 Monate. Warum ist das so? Das ist so, weil der Antichrist, das Tier aus dem Meer, also ich verstehe das Tier aus dem Meer als den Antichristen, weil der Antichrist in Offenbarung 13, von dem wird gesagt, dass er 42 Monate herrscht. Und es wird auch gesagt, dass die Heiden die heilige Stadt 42 Monate lang zertreten. Aber wenn die beiden Zeugen in der Stadt Jerusalem sind, dann werden die das nicht zulassen, dass irgendwelche Heiden die heilige Stadt zertreten. Ja, denn wenn denen jemand Schaden tun will oder wegen mir auch der Stadt, ja, dann geht ja Feuer aus ihrem Mund. Die können 1260 Tage lang nicht besiegt werden. Das heißt also, dass diese 42 Monate sich an die 1260 Tage anschließen müssen, weil nach 1260 Tagen, was ziemlich genau, aber halt nicht komplett exakt 3,5 Jahre sind, also nach 1260 Tagen beenden diese beiden Zeugen ihren Dienst. Ja, wenn die ihren Dienst vollendet haben, dann kommt das Tier aus dem Meer auf und tötet die beiden. Und dann herrscht das Tier aus dem Meer 42 Monate auch in Jerusalem. Ja. Das bedeutet aber, dass diese beiden Fristen nicht miteinander verrechnet werden dürfen. Ja, so als ob 1260 Tage exakt 42 Monate wären. Als ob diese beiden Fristen die gleiche Zeit der Jahrwoche betreffen, nämlich den ersten Teil der Jahrwoche. Das ist nicht der Fall. Sondern wir haben die erste Hälfte der Jahrwoche, die ist taggenau und exakt 1260 Tage lang. Und die zweite Hälfte der Jahrwoche ist 42 Monate. Wie gesagt, wir schauen uns das nachher im Detail auch nochmal an. Aber das führt natürlich dazu, dass man die 1260 Tage nicht mit 42 Monaten gleichsetzen darf. Das geht aber nur dann oder ginge nur dann, wenn die 42 Monate auch die gleiche Zeit innerhalb der 70. Jahrwoche beschreiben würden wie die 1260 Tage. Und das tut es halt nicht. Ja. Wenn das so ist, dann fällt aber diese ganze Theorie von sogenannten prophetischen Jahren fällt auseinander. Und dann kann man diese ersten 69 Jahrwochen nicht einfach schrumpfen, indem man sagt, dass man 69 Jahrwochen mal 7 multipliziert. 69 mal 7 macht 483 Jahre. Ja? Und wenn man jetzt 483 Jahre mal 360 Tage rechnet, dann kommt man auf 173.880 Tage. Und die teilt man dann wieder durch 365. Und dann kommt man auf
nicht mehr 69, sondern nur noch 68 Jahrwochen, sage ich jetzt mal. Ja, das sind dann nur 476 Jahre statt 483. Sodass die Frist von Artaxerxes, von dem man ausrechnet, bis auf Christus, bis auf Christi Einzug nach Jerusalem, dann ins Jahr 32 fallen. Das geht aber nur dann, wenn man prophetische Jahre hätte. Hat man aber nicht, weil man glaubt, man hätte prophetische Jahre nur deswegen, weil man meint, dass diese 42 Monate in der Offenbarung, in Offenbarung 11, dieselbe Frist wären wie die 1260 Tage. Und das ist leider nicht der Fall. Damit fällt dann aber auch die ganze Rechnung in sich zusammen. Das heißt, man dürfte dann die 69 Jahrwochen gar nicht mehr schrumpfen, weil es irgendwelche prophetischen Jahre gibt, ja, oder gäbe. Und weil es die nicht gibt, darf man nicht mehr schrumpfen. Das ist halt so. Sondern dann muss man von einem anderen Zeitpunkt ausrechnen, weil zumindest diese Rechnung von Artaxerxes bis auf Christus dann nicht mehr funktioniert. Das ist das Drama, mit dem wir hier zu tun haben. Ja? Also wenn man schon rechnet, dann muss man richtig rechnen. Oder man lässt es einfach. Weil wenn man nicht richtig rechnen kann, kommt man auch zu keinem richtigen Ergebnis. Ja? Das, was ich ja sage, ist natürlich fatal. Aber ihr könnt es relativ schnell nachprüfen. Ja? Schaut einfach mal in der Offenbarung nach. Der Antichrist herrscht 42 Monate. Das kann nicht die erste Hälfte der Jahrwoche sein. Weil in der Zeit, wo der Antichrist herrscht, die heilige Stadt zertreten wird. Denn die Heiden werden die heilige Stadt zertreten 42 Monate. Wenn aber die zwei Zeugen in Jerusalem weissagen, dann kann die niemand überwinden, solange bis die 1260 Tage voll sind, in deren sie ihren Dienst vollführt haben und ihre Botschaft an die Welt gerichtet haben, nämlich das Evangelium Jesu zu predigen. Und wenn die beiden Fristen halt nicht deckungsgleich sind, dann kann man auch nicht sagen, dass 42 Monate 1260 Tage seien und dass das Jahre von 360 Tagen wären. Ja, dieses Argument fällt dann einfach weg. Und damit fällt die ganze Rechnung in sich zusammen. Das ist natürlich ein großes Drama. Ich will das aber nur einfach mal zeigen, was da so alles transportiert wird. Das ist die gängige Rechnung. Und diese komplette ganze Rechnung mit ihrer Umrechnung und ihrem Artaxerxes und ihren Argumenten, die da gebracht werden, warum man von Artaxerxes rechnet, warum man bis auf Christus kommt und warum man sagt, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, ja, formuliert man das, da steht aber nur, bis auf einen Gesalbten Fürsten sind es, ja, Daniel 9,25. Diese ganze Argumentation, die fällt dann komplett in sich zusammen. Und dann muss man nach einer Lösung suchen, wie man diese Jahrwochen neu berechnet, und die stelle ich halt vor in meinen Videos, und ich blende das hier oben mal, ein für euch, ja, da oben am oberen Bildrand. Und dann könnt ihr sehen, wie das da in der Bibel zu berechnen ist. Dann kommt man zu einem anderen Ergebnis, das auch in Daniel 9 sich viel besser einpasst. Ja, und dann wird vielleicht der ein oder andere einwenden wollen, dass aber doch in der Bibel steht, dass das alles in der Mitte der Jahrwoche geschieht. Ja? Aber diese Formulierung finden wir in der Offenbarung nicht. Wir finden diese Formulierung nur in Daniel 9, Vers 27. Da steht, dass der kommende Fürst in der Mitte der Woche Opfer und Speisopfer abtun wird. Aber das muss man dann auch im Kontext lesen und verstehen, dass die Ersterfüllung von dieser Stelle in Daniel 9, Vers 27 den antiken Antiochos Epiphanes betroffen hat und noch nicht direkt den Antichrist in der Letztzeit. Ja? Der antike Antiochos Epiphanes, der hat das gemacht in der Mitte der Jahrwoche, hat der nämlich Jerusalem erobert, also in der Mitte seiner siebenjährigen Herrschaft, ja, die praktisch eine Vorschattung war der letzten 70. Jahrwoche. Da ist der Antiochos Epiphanes nach Jerusalem eingebrochen und hat dort also Zehn- und Hunderttausende von Menschen getötet, ja, und auf dem Altar eine Sau geopfert, ja, den Altar damit entweiht. Das war in der Mitte der Woche. In der Offenbarung steht nirgendwo, dass das in der Mitte der Woche wäre. Und vor allem steht nicht, dass es exakt und taggenau in der Mitte der Woche wäre. Ja? Die Offenbarung spezifiziert das nochmal. Wenn das genau die Mitte der Jahrwoche wäre, dann wären das 1278 Tage. Die Bibel spricht aber von 1260 Tagen. Das ist auch nahezu die Mitte, ja?
Worum es hier aber geht, ist, dass man hergeht und jetzt taggenau errechnen will, wie viele Tage ein sogenanntes prophetisches Jahr hätte. Und das funktioniert halt eben nicht, wenn man 1260 Tage mit 42 Monaten gleichsetzt. Oder das funktioniert, wenn man das tut, man darf das aber nicht. Ja. Das heißt also, dass diese 1260 Tage eine andere Zeit innerhalb der 70. Jahrwoche meinen als die 42 Monate. Ich will damit nur sagen, diese Rechnung, die man da aufstellt, um irgendwie ein sogenanntes prophetisches Jahr von 360 Tagen pro Jahr aus Offenbarung 11 abzuleiten, das funktioniert nicht. Das darf man nicht tun, einfach weil es zwei unterschiedliche Fristen sind. Und vielleicht abschließend noch ist ja die Frage auch die, warum wird denn die zweite Hälfte der Jahrwoche einmal mit 42 Monaten beschrieben und dann mit 3,5 Zeiten und dann mit 1290 Tagen und dann 1335 Tagen. Und das alles Fristen sind für den zweiten Teil, die zweite Hälfte der 70. Jahrwoche sein sollen. Warum ist das so? Das liegt daran, dass am Ende der 70. Jahrwoche sehr viele Ereignisse aufeinandertreffen. Ja, da kommt Hamageddon, da kommt Christus zurück auf den Ölberg, da kommt meiner Meinung nach die Entrückung, da kommt die Tempelweihe. Ja, nach 70 Jahrwochen soll ja auch der Tempel wieder geweiht werden. Und all diese Dinge, die auch in Daniel 9 vorhergesagt sind von dem Engel. Und je nachdem, auf welches Ereignis sich die Bibel bezieht, wählt sie eine andere Frist. Weil die aber alle sehr eng zusammenliegen am Ende der 70. Jahrwoche. Deswegen ist das immer irgendwo ungefähr 3,5 Jahre. Ja, 1290 Tage sind auch ungefähr 3,5 Jahre. 1335 Tage sind ungefähr 3,5 Jahre. Eine Zeit und zwei Zeit und eine halbe Zeit sind 3,5 Jahre. 42 Monate sind 3,5 Jahre. Ja, das ist immer ungefähr 3,5 Jahre. Aber die Bibel ist dann taggenau und dann nimmt sie halt 1290, 1335 und manchmal 42 Monate und manchmal nur dieses ungefähre 3,5 Zeiten oder auch mal symbolisch 3,5 Tage, meiner Meinung nach, in Offenbarung 11. Ja. Was ich damit zeigen möchte, ist nur, es ist nicht erlaubt mit Offenbarung 11 und diesen Versen mit den 42 Monaten und den 1260 Tagen prophetische Jahre abzuleiten. Wenn das nicht erlaubt ist, wie man das sehen kann, ja, es gibt nicht viele Bibelstellen, ihr könnt das relativ schnell nachlesen, ja, dann kommt man natürlich zu einer sehr problematischen Situation, weil damit ist diese ganze Umrechnung der Jahrwochen nicht mehr möglich und damit ist es nicht mehr möglich, von Artaxerxes bis auf Christus zu rechnen. Etwas, was meiner Meinung nach der Engel auch Daniel überhaupt nie aufgegeben hat. Der Engel hat auch Daniel nie gesagt, dass er prophetische Jahre ermitteln solle oder dass er diese Jahrwochen umrechnen soll in prophetische Jahre oder dass er die Jahrwochen sogar schrumpfen soll. Ja, die Jahrwochen werden ja da gestaucht um eine komplette Jahrwoche. Da werden ja aus 69 Jahrwochen nur noch 68 irgendwo in der Größenordnung. Das hat der Engel nie gesagt. Dann darf man das auch nicht tun. Damit sind wir dann aber einer Position dann angelangt, wo dann die Frage sich auch stellt, was machen wir jetzt dann mit der Berechnung der 70 Jahrwochen? Dann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, vielleicht muss man die nochmal neu anschauen und vielleicht schaut sich der eine oder andere auch das an, was ich vorgeschlagen habe, wie man mit den 70 Jahrwochen umgehen soll und dass der Engel dem Daniel zeigt, dass diese Jahrwochen beide vom Jahr 605 ausgehen und bis auf Kyros und bis auf Antiochos Epiphanes kommen, und zwar jahrgenau. Ja? Jahrgenau werden diese beiden getroffen. Und der Engel sagt dem Daniel eigentlich, die Verwüstung, die du jetzt siehst im Land Israel, ist noch nichts im Vergleich zu der Verwüstung, die beiden anrichten werden. Das ist der Gedanke, den der Engel dem Daniel da gibt. Ja? Der Engel sagt nicht, dass das Land verwüstet wird und dann Christus kommt, sondern er sagt, da kommen zwei Exponenten in der biblischen Heilsgeschichte und das ist einmal der Kyros und einmal der Antiochos Epiphanes, weil diese beiden politischen Kräfte in der Endzeit wiederkommen werden. Ja. Aber das ist Inhalt meiner Videos, das müsst ihr euch dann im Detail anschauen. Ich wollte hier nur zeigen, dass eine Umrechnung oder eine Ermittlung von sogenannten prophetischen Jahren anhand von Offenbarung 11, und das ist die einzige Stelle, mit der man das macht. Ja, es gibt keine andere Begründung, warum man das tun könnte. Man kann zwar auch landwirtschaftliche Jahre aus Israel irgendwo nehmen, aber es hat ja nichts mit dem Bibeltext zu tun. Aber innerhalb der Bibel gibt es nur Offenbarung 11, wo man glaubt, das irgendwo umrechnen zu dürfen.
weil man fälschlicherweise unterstellt, dass die 42 Monate dieselbe Frist beschreiben würden wie die 1260 Tage. Und das ist nicht der Fall. Vielleicht nur als kleinen Gedankenhinweis noch, wenn ihr Offenbarung 12 lest, dann seht ihr, dass dort auch zwei Fristen genannt werden. Und zwar flieht die Frau, das Weib, ja, flieht in die Wüste und wird dort verwahrt vor dem Antichristen. Und zwar einmal für 1260 Tage. Und dann gibt es eine zweite Flucht. Und die dauert 3,5 Zeiten. Warum? Weil das zwei verschiedene Fluchten sind. Ja? Einmal für 1260 Tage, eine Flucht für die erste Hälfte der Jahrwoche und dann eine zweite Flucht für die zweite Hälfte der Jahrwoche. Das ist der Grund und der Sinn. Die Bibel sagt es exakt so, dass die zwei Zeugen in der ersten Hälfte der Jahrwoche 1260 Tage lang weissagen und dann kommt die zweite Hälfte der Jahrwoche und die hat unterschiedliche Dauern, je nachdem, auf welches Ereignis sich die Bibel da bezieht. Ja? Das wollte ich euch nur zeigen. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.